Was für ein Start ins Leben. Der kleine Känguru-Junge Tyson bekommt erst zu wenig Milch von seiner geschwächten Mama und ist deswegen unterernährt. Und dann stirbt die Mutter auch noch. Aber Tyson macht seinem Namen alle Ehre und kämpft sich ins Leben aus seinem Stoffbeutel heraus. Tyson hat große Augen, große Ohren und großes Glück. Denn in Tierpflegerin Susanne Meyer aus dem Erfurter Zoo fand das kleine Bennett-Känguru eine Ersatzmama, die ihm auch den Namen eines Kämpfers ausgesucht hat. Tyson war eigentlich vom Namen her, weil wir überlegt haben, wie nennen wir ihn und so weiter, eigentlich spontan eingefallen, weil wir den Namen eigentlich ganz niedlich fanden. Und kurz danach fiel uns ein, es gibt ja noch einen Boxer, der halt so heißt. Und da Kängurus ja auch boxen, passt das in der Hinsicht. Aber wir haben schon gesagt, also bis zum Ohr abbeißen sollte es dann eigentlich nicht kommen. Tyson wohnt jetzt in einem Brutkasten, denn sein Start ins Leben war eher holprig. Seine Mutter, schon alt, hatte nicht genügend Milch. Und die Kollegen haben sich schon gewundert, weil er eben sehr randaliert hatte, wie wir so schön sagen, im Beutel ständig geguckt oder drinnen. Also man hat gemerkt, dass er Hunger hat und sucht. Deshalb wird Tyson jetzt per Hand aufgezogen. Der Inkubator garantiert die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wie in Mamas Beutel. Seitdem entwickelt sich Tyson prächtig. Also im Moment, muss ich sagen, bin ich eigentlich weitestgehend zufrieden. Er ist, wie man sieht, relativ mobil, ne? Trinkt eigentlich auch gut, nimmt jeden Tag zwischen 5 und 8 Gramm zu meistens. Das Einzige, was mir manchmal noch ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass er öfters mal noch Durchfall hat. Aber ich denke mal, den werden wir auch noch in den Griff kriegen. Aber so sage ich mal, toi toi toi. Für Susanne Meyer dreht sich jetzt alles um Tyson, Flasche alle 3 Stunden. Kängurus sind quasi Frühchen, reifen erst im Beutel der Mutter. Diesen Job wird Susanne Meyer nun dauerhaft übernehmen, denn Tysons Mutter ist inzwischen gestorben. Spätestens, wenn er dann unten in der Kängurugruppe ist und mit denen sein normales Känguru-Leben lebt und nicht mehr das halbe Menschenleben in dem Sinne, wie es ja dann zwischendurch ist, dann ist es super gelaufen und dann weiß man, wofür man es gemacht hat. Bis Tyson zu den Kollegen nach draußen darf, werden wohl noch Monate vergehen. Bis dahin braucht er nur Wärme und Ruhe und Mama Susanne. Toller Job. Danke fürs Zugucken. Die Kollegen von Leute heute, die starten jetzt royal und gucken dann schon mal auf den anstehenden 70. Geburtstag von Udo Lindenberg. Damit gute Unterhaltung. Wir sehen uns sehr, sehr gerne morgen wieder um 17:10 Uhr. Bis dann. Tschüss.